Grüß euch miteinander. Ich begrüße euch hier nicht aus Kloten, aus der First Class Lounge vom Flughafen. Es sieht fast so aus, aber über der Platinum Lounge in Grindelwald. Vor Vollbahn. Also man kann es hier fast erleben. Man hat ein Weltstadt-Flair von dieser Bahn, die jetzt aufgeht an diesem Wochenende. Und bei mir ist der, der die Bahn überhaupt hat möglich gemacht hat, der Kämpfer, der Direktor, der Mensch, der bis überall reinredet. Ich meine, es im positiven Sinn, der Urs Kessler. Summit mit Matthias Mast. Tagsendung auf jungfrauzeitung.ch wird euch präsentiert von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland und Konzept Halle 6, Eventlocation, Kulturtempo und Coworking in Thun. Willkommen, Urs Kessler. Und gratulieren. Da muss ich einfach gratulieren. Geschafft. Irgendwann war die Idee von dieser Vollbahn. Wann war sie eigentlich? Ja, zuerst einmal merci vielmals. Danke für den Besuch hier in Grindelwald, im Terminal. Es war ein Projekt, das wir eine lange Zeit gedauert. Wir haben schon in der Jahrtausendwende festgestellt, dass die Reisezeit immer wichtiger wird. Unsere Qualität der Zubringerbahn im Wintersport hat nicht mehr gelangt. Es war schlecht. Und wir haben immer wieder nach Lösungen gesucht. Wir haben geschaut, wie man schneller ins Gebiet kommt, aber natürlich gleichzeitig auch schneller auf das Jungfrujoch. Wir haben nachher am Anfang nach einem Vorschlag von einem Skigebietsdesigner aus Kanada, Paul Matthews, hat man erste Bahnen, erste Vorschläge auf dem Mändlichen, vom Hollenstein Abzweigung Richtung Honegg. Wir haben nachher festgestellt, dass das eigentlich nicht reicht, dann müsste man gleich auf die JDEC. Daraus ist das Y-Projekt entstanden. Und nachher hat man gesehen, dass das nicht machbar ist, aus ökologischen Gründen, aufgrund des Widerstands von der Bergschaft eintragen, aufgrund des Widerstands aber auch von den Umweltorganisationen. Und dann hat man neue Lösungen gesucht. Und nachher ist auf einmal das V-Bahn-Projekt entstanden, das man im Dezember 2012 hat angekündigt. Und jetzt sind wir kurz vor der Eröffnung, zwei Tage vor der Eröffnung. Pünktlich. Hättet ihr das gedacht? Bei all diesen Widerständen, bei all diesen Versammlungen, bei all diesen Einsprachen? Es war ein langer Prozess, aber ich muss heute sagen, der Prozess hat es gebraucht. Und auch dank diesem langen Prozess hat das Projekt sehr stark davon profitiert. Also die Einsprache hat geholfen, die Gegner haben auch geholfen, dass man optimiert hat. Dass man qualitativ viel besser ist geworden. Also ich muss sagen, das Projekt, das wir heute haben, das V-Bahn-Projekt, ist natürlich Welten besser als das Y-Projekt. Mhm. Und auch durch das hat man mehr Zeit in Planung. Man hat immer wieder geschaut, was könnte man optimieren. Man hat es verfeinert. Und das war ein Prozess, den man daran hat gearbeitet. Und ich denke auch, das hat dazu beigetragen, dass man heute so ein gutes Projekt hat, wo ich eigentlich, wo ich heute muss sagen, auch wenn ich mit dem Eiger-Express anschaue, mit dem Eiger-Express Proben fahre, es ist viel schöner, als ich erwartet habe. Ich bin überwältigt. Mhm. 100% zufrieden? Oder bei Urs Kessler hat man immer noch das Gefühl, noch ein bisschen optimieren, das könnte noch ein bisschen besser sein? Ich muss sagen, das Projekt, so wie es heute ist, bin ich ganz sicher mehr als 100% zufrieden. Es ist einfach ein super Projekt. Es ist besser, als ich es erwartet habe, als ich mir vorgestellt habe. Oder der ganze Terminal mit der Verbindung öffentlicher Verkehr, mit Parkhaus, wo man direkt in den Terminal kommt, mit den Bahnen. Die Gesamtqualität des ganzen Produkts, auch wenn man sieht, die Läden, dass alles passt zusammen, es greift ineinander, fast wie eine Zahnradbahn. Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist fast wie im Flughafen. Ist es so ein Sinn und die Idee gewesen, dass man so eine Flughafen-Atmosphäre herzaubert? Also wir haben natürlich geschaut, und wir haben natürlich den Anspruch von Anfang an. Das war vielleicht auch ein bisschen vollmundig, weil wir haben gesagt, wir wollen den besten Terminal der Alpen. Und haben natürlich auch daran gearbeitet. Und wir müssen die Welt nicht neu erfinden. Die Flughäfen machen das hervorragend. Und was auch das Gute ist, so wie mit einem Flughafen, zum Beispiel Zürich Flughafen, direkten Anschluss mit dem öffentlichen Verkehr, Parkhaus direkten Zugang. Und natürlich auch hier die ganzen Läden. Wenn man hier die Läden sieht, zum Beispiel Einkauf im Coop, 320 Quadratmeter. Man kann Souvenir kaufen mit Lind und Sprüngli. Man kann Geschenke am Abend noch einkaufen, zum Beispiel beim Dr. Portmann. Man kann aber auch eben Moncler, Armani, Etro, für die, die etwas Spezielles wollen. Man kann Uhren kaufen. Im Prinzip hat es alles auch in Sachen Verpflegung. Sogar eine Nudelsuppe schnell für zu verpflegen. Es ist alles da, eigentlich, wo jemand will, wenn er so in die Berge geht. Von Nudeln bis zu Armani. Also, man bewegt sich auch im Hochpreissegment. Erwartet man auch die Leute, also wir sind hier im Platinum Lounge, dort, da ist ja beschränkt, also ich glaube 100 Leute
können hier quasi Platz kaufen, können relaxen, können irgendwie speziell parkieren, haben immer sofort Zugang auf Gondeln. Erwartet ihr so viele Leute aus diesem Luxusbereich? Uns war auch wichtig für die Positionierung der Marke Jungfrau Top of Europe, dass wir etwas schaffen, das einen Mehrwert hat und wo wir alle abholen können. Also für jeden Kunden etwas hat, er sagt, Top-Bahnen, eine ganze Terminal zur Verfügung stellen. Und die etwas ganz Besonderes wollen, haben wir den Platinum-Club geschaffen, wo man eben reservierten Parkplatz hat, mit Ladestationen, man kann die Ski gratis einstellen, Ski werden gemacht, man kann nachher in die Lounge, man kann morgen einen Kaffee trinken, am iPad Zeitung lesen, man kann die VIP-Kabine bestellen, kann mit der VIP-Kabine ins Gebiet fahren, kann am Abend nach dem Skifahren wieder hier noch ein Apero nehmen, also dass man wirklich ein Top-VIP-Feeling hat, für die das wollen, aber natürlich auch für ganz normal, wenn man das nicht will. Wir haben eine wunderschöne e-tron-Bar in Zusammenarbeit mit Audi. Und da wage ich zu behaupten, das ist die schönste Bar im gesamten Alpenraum. Wo man das Panorama da im Hintergrund sieht. Wo man das Panorama sieht, aber auch die Innenausstattung, die Architektur ist einzigartig. Kosten noch schnell, dann haben wir die ganze Geschichte mal abgeschlossen. 470 Millionen habe ich mal gehört. Das ist, ich habe mal 400 Millionen im Kopf gehabt. Haben wir es überschritten oder... Es war nachher immer so, dass das Projekt, das man sie in Angriff hat genommen basierend auf einem Kostenvoranschlag aus dem Jahr 2016, wo man gesagt hat, 470 Millionen Franken. Und die 470 Millionen Franken, das ist auch das Gesamtprojekt. Und der grosse Vorteil, und das glaube ich, macht auch den Unterschied zu anderen Projekten, das ist, man hat nicht geschaut, wem gehört was, wie sind die Besitzverhältnisse, sondern man hat geschaut, was ist das Beste für Grindelwald, für die Jungfraubahnen, für die gesamte Jungfrauregion und hat nachher angefangen zu planen. Und der öffentliche Verkehr ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Er hat Zukunft, er wächst stark. Auch in Zukunft, wie viele Junge fahren heute nicht mehr Auto, dass man einen guten ÖV-Anschluss hat. Zum Beispiel ab Interlaken 28 Minuten im Terminal ist. Aber nachher auch die Bahnen, dass alles ineinander, die acht Bestandteile, auch wie ein Zahnrad ineinander hineingreifen und damit eine super gute Qualität anbieten für unsere Gäste. Es ist alles perfekt gelaufen, sogar Kosten. Man hat Punktlandung gemacht, habe ich es gehört. Was außergewöhnlich ist, man könnte sagen, perfekt, aber ausgerechnet jetzt der Öffnung, der Zeitpunkt, ist, gelinde ausgedrückt, suboptimal, weil der Bundesrat hat am liebsten vorläufig die Skigebiete schliessen. Also mit welchem Gefühl eröffnet er jetzt, so nach dem Motto, möglicherweise muss ich am Montag oder Mittwoch dazu tun? Ja, es ist natürlich, einerseits sind wir froh, dass wir so eine Punktlandung machen können. Wir öffnen sogar noch Wochen früher, öffnen, als wir geplant haben. Wenn man natürlich gewusst, wie die Situation ist mit Corona, hätte ich vielleicht doch ein weniger Druck aufgesetzt. Aber ich habe gesagt, wir müssen möglichst Anfangs Wintersaison bereit sein. Darum statt am 12. Dezember, am 5. Dezember eröffnet. Und ich denke, es ist natürlich schon speziell. Oder es ist, mir tut es so sehr leid für all die Gäste, die wir eingeladen haben, dass wir die nachher wieder haben müssen ausladen mussten. Und es ist, fehlt natürlich schon etwas. So ein Projekt hat schon verdient, dass so richtig gefeiert wird. Es kommt mir ein bisschen vor wie ein Champions League-Final. Und dann hat man das Finalspiel und das findet statt ohne Zuschauer. Aber das ist in der besten Gesellschaft. Oder? Also der Zeit läuft ja so. Aber irgendwie budgetiert habt ihr dann mal auf die Zukunft. Der chinesische Markt, der asiatische Markt, ist euch immer wichtig gewesen. Und so, wie es aussieht, kommen die ja nicht von heute auf morgen. Also wie wollt ihr das auffahren? Jetzt so das Defizit, das sich ja schon abzeichnet, zum Anfang. Also es ist so, natürlich, es ist eine sehr herausfordernde Marktsituation. Wer hätte das gedacht, Ende letztes Jahr und zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr, dass wir eine solche Pandemie haben? Sicher niemand. Darum umso mehr sind wir froh, dass wir überhaupt das Projekt fertig bauen können, in dieser Qualität können durchziehen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz eine grosse Chance. Wir sind bereit für einen kommenden Aufschwung. Wir haben ein absolutes Top-Produkt, das wir die Welt jetzt raustragen. Wir haben trotzdem viele Journalisten, wir haben Videos und so weiter. Wir bewerben die ganze Welt bewerben. Und das soll nachhaltig sein. Und ich bin überzeugt, dass es wird eine recht schwierige, anspruchsvolle Wintersaison wird. Der Impfstoff wird aber helfen. Und ich bin überzeugt, dass ab dem zweiten Quartal die ersten internationalen Gäste wieder kommen. Und im zweiten Halbjahr, dass wir eine wesentliche Verbesserung haben. Und 2022 wieder zu einem Normaljahr wird. Also 2020, da ist man nicht an Gewinn denken. Ja. Da gibt es nur ein Ziel. Wie viel Verlust? Du hast 50 Millionen gemacht im 19. Das schauen wir dann. Aber es gibt sicher schon Tendenzen. Aber unser Ziel ist ganz klar, einen positiven EBITDA zu erzielen. Und in dieser Krise ein Ziel, gesund und gestärkt aus der Krise zu kommen und bereit zu sein für die Zukunft.
wie man ihn kennt, der Optimist Urs Kessler, ist sogar vielleicht eine Chance, dass er jetzt eröffnet mit einem hübscheligen Anfang und nicht mit einem Massenandrang. Ja, wir hätten es natürlich alle lieber anders gehabt. Aber ich denke, auch mit Corona ist natürlich der grosse Vorteil. Alleine hier aus dem Terminal haben wir eine Stundenkapazität von 4'000 Personen. Mhm. Also es wird kaum mehr Warteschlangen geben durch die Transportkapazität. Wir haben nachher auch weiterhin die Wengeren Altbahn, die in Betrieb ist. Von Grindelwald-Seite, von Lutherbrunnen-Seite. Wir haben von Wengen die männlichen Bahn, die die Leute ins Skigebiet bringt. Und von dem her sind wir gerüstet, vor allem, dass wir eben keine Wartezeiten haben, keine Warteschlangen haben, mhm, und dass wir eine Top-Qualität bieten können. Und ich denke, das war noch nie so wichtig wie in diesem Winter, dass man eben genügend Kapazitäten hat. Mhm. Genügend Luft hier. Du hast vorhin die andere Seite erwähnt. Also eben die berühmte Fahrt, die wir besitzen können, wenn die Jungfrau Jochen oder J-Deck Jungfrau Jochen, kann man jetzt abkürzen. Werden gewisse Sachen damit auch überflüssig. Von der Infrastruktur her, also das grosse Parkhaus in Lutherbrunnen und die Bahn, die ja dort immer voll war. Also, tut ihr dort abbauen? Nein, wir tun dort nicht abbauen. Wir haben Gegenteil. Wir sind überzeugt, das ist ja das Attraktive. Der Gast hat viel mehr Optionen. Er kann mit der Zahnradbahn nach Grindelwald, ab Lutherbrunnen weiterhin scheiden. Also, der, was beschaulich will, was gemütlich will haben, der ein bisschen mehr Zeit will haben. Und auf der anderen Seite hat er natürlich die Möglichkeit mit dem Eiger Express. Wir haben den Planungen vorgestellt, dass Gäste eine Kombination machen, Bahnfahrt und Eiger Express. Es ist klar, der Markt ist immer der Stärker. Wir werden es nachher auch sehen, wie sich der Markt entwickelt, was er für Präferenzen wird haben. Aber auf der Lutherbrunnen-Seite haben wir topmodernes Rollmaterial angeschafft. Wir auch für Wengen, neue Wengen-Shuttle, die wir in Bestellung waren, ab 2022. Einen separaten Wengen-Shuttle, natürlich auch Lutherbrunnen. Gerade Wengen als autofreier Kurort hat es verdient, dass man dort auch Top-Anbindung hat, öffentlichen Verkehr. Und dort glauben wir natürlich an die Zukunft der Zahnradbahn. Und die Zahnradbahnen sind einzigartig und das, mhm, wird so in Zukunft bleiben. Euer Ziel, das ich vor Jahren, das ihr erreicht habt, haben wir auch schon zusammen geredet, war 1 Million auf dem Joch. Das ist jetzt ein bisschen reduziert worden. Aber gibt es eine neue Zahl? Oder ihr sagt, wenn es wieder voll läuft, etwa 2022, gibt es eine neue Zahl? 1,5 Millionen. Oder wollte Urs Kessler in seiner Amtszeit noch 2 Millionen erleben auf dem Joch? Nein, ich glaube, das ist absolut nicht realistisch. Das ganze Projekt ist auf Qualität und Zukunft ausgelegt. Es ist mir schon übergenommen worden, als ich im Jahr 2007 angekündigt habe, bei 500'000 Besucher. Wir wollen bis ins Jahr 2022 1 Million Besucher Jungfraujoch. Das ist heute kein ambitiöses Ziel mehr, weil wir jetzt mit Zwischenzeit 4-mal erreicht. Mhm. Aber wir werden sicher, das Ziel ist eigentlich einmal richtig, so 1,2 Millionen zu kommen, aber wir wollen den Durchschnittsertrag steigern. Mhm. Also wir wollen mehr Ertrag pro Person, in dem Sinn nicht unbedingt mehr Gäste. Und wir halten auch weiterhin fest an unserer selbst auferlegten Limitierung von 5'500 Jochbesuchern pro Tag. Mhm. Und das ist ganz wird nicht wichtig. Das wird nicht erhöht und die Qualität ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil das Erlebnis für einen Gast muss stimmen. Und nach wie vor das Beste ist, wenn der Gast heimgeht und begeistert ist vom Produkt, weil die beste Werbung, trotz allen Werbemitteln heute, trotz Social Media, ist immer noch Mund-zu-Mund-Werbung. Wir können das Projekt als Höhepunkt von eurer Karriere bezeichnen. Ihr seid Berner vom Ursprung her. Was heisst es jetzt für Urs Kessler? Also, ihr werdet in 2 Jahren 60. Ist es für euch jetzt halt nur noch Courant Normal? Oder, also, wenn man so ein Projekt hat, hat man ja irgendwie einen Traum erfüllt. Oder gibt es denn noch einen zusätzlichen Traum? Oder habt ihr auch ein bisschen Angst vor dem Courant Normal? Nein, überhaupt nicht Angst vor dem Guru normal, aber es ist im Moment sicher so, es ist eine sehr schwierige Situation mit den Jungfraubahnen. Wir haben 1'000 Mitarbeitende, 77 Millionen Lohnkosten, sind von den absoluten Rekordjahren, vom besten Jahr 2019, die grösste Krise vom Tourismus gekommen, mhm, im Jahr 2020. Und mir ist natürlich wichtig, einerseits die Vollbahn, dass sie gut läuft, dass wir aus der Krise wieder rauskommen und ganz klar das Ziel, dass wir in 2 bis 3 Jahren wieder bei den Jungfraubahnen schuldenfrei sind. Dass, mhm, also die ganze V-Bahn gezahlt ist. Und da tun wir natürlich wieder neue Ziele setzen. Aber vorläufig sehe ich noch genug Arbeit und genug Herausforderungen. Also 3 Jahre würde ich einrechnen, für die Krise zu bewältigen. Dass ihr dann wieder auf dieser Zahl seid, auch von Gewinnzahlen, die man wieder präsentieren kann. Nein, das ist nicht ganz richtig interpretiert. Einfach für das Fremdkapital, das wir jetzt müssen aufnehmen müssen, ja, das wird innerhalb, wenn wir das von 3 Jahren wieder zurückzahlen. Und wir gehen davon aus,
mit dem Impfstoff etc., dass man das Jahr 2022 wieder ein Normalbetrieb wird, weil das Bedürfnis nach dieser langen Krise, und die verlängert sich ja im Moment noch, ist stärker denn je, dass man wieder ausbrechen kann, aus den Ländern reisen. Und die Fluggesellschaften haben in der Vergangenheit auch bewiesen, so schnell wie sie anfahren, so schnell sind die Fluggesellschaften wieder im Hochen fahren. Und ich bin ganz sicher sehr zuversichtlich für das Jahr 2022. Ihr werdet möglicherweise zu den Gewinnern gehören. Man lebt ja auch von Partnerschaften, gerade im Tourismus. Hat ihr nicht manchmal Angst? Also gut, was nützt es, wenn es hier läuft und andere Tourismusbetriebe zugehen, namentlich Hotel, die klagen? Also, wie seht ihr dort vielleicht eine Synergie oder Zusammenarbeit, für vielleicht die anderen zu unterstützen? Also es ist natürlich so, dass wir stellen auch immer wieder fest, das ist ein Vorurteil, dass die nicht übernachten in der Region. 80% der Jungfrau-Joch-Gäste übernachten in der Jungfrau-Region. Und uns ist sehr wichtig, eben, dass sie hier länger bleiben, dass sie noch auf den Harter gehen, wo boomen hat in den letzten Jahren, auf die First gehen, wo wir Zahlen innerhalb von wenigen Jahren auch mehr als verdoppelt haben. Und dass wir die Gäste hier bringen, dazu die Basis des Tourismus ist gute Hotel. Und wir sehen natürlich die V-Bahn auch als Wirtschaftsmotor für die gesamte Jungfrau-Region. Das soll neue Läden nachziehen, soll neue Hotels nachziehen. Die ganze Region noch wachsen, noch viel attraktiver werden. Und dazu haben wir eben den Motor V-Bahn. Das ist vorhin ganz noch leicht an. Teasert, also möglicherweise würdet ihr nach diesem neuen Projekt zuwenden in 3 Jahren. Also so wie der Urs Kessler vorausdenkt bei diesem Projekt, könnte ich mir vorstellen, er weiß schon, was er denkt. Ja, wir haben natürlich eine gut gefüllte Produktepipeline. Ich sage, es ist immer wieder... Ja, die zählen so immer schön aus. Also First, so, Harder, es kommt immer alles vor. So wie eine Pharmafirma. Ja. Dort haben wir natürlich zahlreiche Projekte. Ich denke, eines der ganz zentralen Projekte ist sicher auch das Jungfrau-Joch, der Ausbau vom Jungfrau-Joch. Auch dort wieder qualitativ. Das ist ja nur Qualität. Wir wollen ja Qualität nicht erhöhen. Qualität, aber natürlich einen ersten Blick machen. Also, wenn man kommt auf das Joch, mehr Platz schaffen. Das ist sicher ein ganz wichtiges Projekt. Da haben wir aber auch bei Firstbahn diverse Projekte. Also es sind einige Projekte, es ist die Pipeline. Die Corona-Krise hat jetzt einfach dazu geführt, dass die meisten Projekte halt 2 bis 3 Jahre verschoben sind. Ihr gelten ja als einer der weltbesten Verkäufer im Tourismus. Ihr habt ja die Bahn eben im asiatischen Raum namentlich verkauft. Wann planen die nächste Reise? Wenn sie überhaupt wieder mal so Tourismus-Verkaufsreisen möglich? Also ich wäre bereit. Ich denke, es ist höchste Zeit, wieder auf den Markt zu spüren, Kundenkontakt. Das ist etwas, was mir zum Beispiel persönlich fehlt. Ich sage immer, innovativ und kreativ kann man nur sein durch den Kundenkontakt. Und ich hoffe natürlich durch die Impfung, die kommt, dass wir im Frühling wieder die ersten Reisen können machen können. Unser Ziel ist ja ganz klar, wir wollen die ersten wieder auf dem Markt sein. Ich bin vermutlich der Letzte, der auf dem Markt war, bin Ende Februar 2020 gekommen. Mit dem Virus, also der hat ihn nicht gebracht. Zurückgekommen aus Asien. Und wir wollen natürlich auch, wir sehen ganz klare Chancen, um Marktanteil für uns und für die ganze Region zu gewinnen. Ich glaube, die Impfung, ich glaube, die Politik, also ich habe das am Anfang angesprochen, also hat er nicht eingebracht. Jetzt der Seilbahnverband von Schweiz hat sich ja ziemlich gestemmt jetzt gegen die Absichten. Die Saison auf Druck von Macron und Merkel zuzutun. Hätte ich da überhaupt Zeit gehabt, hier einzubringen und vehement eure Meinung abzugeben? Weniger in der Öffentlichkeit, aber an den richtigen Stellen natürlich auch probiert einzubringen, mit konstruktiven Vorschlägen. Ich bin auch zuversichtlich, dass ein Entscheid wird fällen am Freitag vom Bundesrat mit Augenmass oder nach dem Motto «gesunder Menschenverstand». Und dass wir gleich eine vernünftige Wintersaison haben. Ich sage einfach, viele Schweizer haben ja genug von dem ganzen Corona. Die wollen die frische Luft, die wollen Berge, die wollen Winter wandern, Schlitteln, Skifahren. Und das sollte man ermöglichen, weil ich schon ein bisschen erstaunt war. Wir haben zum Beispiel die Erdler letzten Sommer auch nicht gesagt, ihr müsst den Strand zutun. Und ich habe das schon ein bisschen als eine Anmassung gefunden. Lassen wir so stehen. Der Politiker Kessler, nicht nur der Unternehmer. Merci Urs Kessler, viel Glück. Schöne Eröffnung, zwar ohne die übliche Prominenz, aber vielleicht klein, aber fein. Und ja, guter Geschäftsgang. Danke vielmals. Ich freue mich natürlich auf die Gondofahrt jetzt. Und ja, gut, die frische Luft, die der Urs Kessler hat gesagt, auf all die schönen Bahnen hier im Berner Oberland. Merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Summit mit Matthias Mast. Die Tagssendung auf jungfrauzeitung.ch ist euch präsentiert worden von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland und Konzepthalle 6, Event Location, Kulturtempo und Coworking in Thun.